Und weiter geht's mit meinem nächsten Video zum Thema Zunder. Heute mit nitriertem Rohrkolbensamen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Auf geht's. Rohrkolben kennt ja sicher jeder von euch. Das sind diese Kanonenputzer-ähnliche Pflanzen, die ihr meistens an Teichen oder ähnlichem findet. Oder meistens eigentlich an Teichen. Vielleicht auch manchmal an Seen. Aber große Seen, große Teiche, kleine Seen, da findet ihr Rohrkolben. Und das Ganze, was oben wie so ein Rohrputzer aussieht, Bild zeige ich euch kurz, ist, wenn man das Ganze aufbröselt, sind das ganz, ganz viele hunderttausende Samen. Und auch die kann man natürlich wieder nitrieren. Unnitriert ist es ziemlich schwer damit, das Ganze zu entzünden. Das Ganze verpufft eher, wie ihr hier seht. Genau. Und wenn man das Ganze nitriert, glüht das Ganze deutlich länger und ist deutlich besser geeignet, um damit ein Feuer zu entfachen. Den unnitrierten Rohrkolben tut man am besten in das Feuernest mit rein, nachdem man oder in das man dann den Zunder legt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die nitrierte Trama-Schicht nimmt, die entzündet und dann im Zundernest als erste Schicht den Rohrkolben hat, das funktioniert super. Also jetzt zeige ich euch, wie das Ganze mit dem nitrierten Zunder oder mit dem nitrierten Rohrkolben funktioniert. Auf geht's! Ja, wir nehmen uns also von dem großen Bausch, das ist viel zu viel, nehmen uns ein etwa erbsengroßes Stück. Hier, etwa erbsengroß, eine große Erbse, aber egal, sollte erstmal reichen. Packen den Rest wieder zurück in unser Tütchen. Also ich verwende meistens hier diese kleinen Zipbeutel zum Zudrücken, damit das Ganze keine Feuchtigkeit ziehen kann. Wir nehmen also unser kleines Stück, fasern das Ganze nochmal ein wenig auf. Dann entstehen ganz, ganz feine Fasern. Und doch hier reicht meistens ein Funke mit dem Feuerstahl. Und das Ganze fängt an durchzuglühen. Im Vergleich zur Tramaschicht geht das Ganze ziemlich schnell. Das heißt, man muss aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Und man muss auch deutlich geübter sein im Anblasen mit dem Zundernest, weil das Ganze eben deutlich weniger lange glüht. Also man muss schon deutlich schneller sein. Das war es jetzt auch schon. Also für den Anfänger, dafür braucht ihr wirklich große Mengen dafür. Also es ist wirklich nicht ganz so einfach. Also am besten fangt ihr an mit dem Zunderschwamm oder ähnlichem oder Charcloth. Also wie ihr gesehen habt, das Ganze glüht nicht ganz so lange. Das heißt, es ist auch wirklich schwierig, damit ein Feuer anzukriegen. Also es ist für den Anfänger relativ kostenintensiv, wenn man das Ganze kauft, wenn man wirklich viel davon verbraucht. Also fangt lieber an mit Charcloth als Zunder fürs Feuernest oder dir eben die Tramaschicht nehmen. Die kriegt ihr ja auch ohne Nitrieren an. Und also das Ganze schon eher für Fortgeschrittenere. Das soll es zum Rohrkolbenzunder gewesen sein. Bleibt dabei, nächsten Folgen kommen. Macht's gut.